Vielen Dank, Herr Bocklet. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Markus Bocklet, das war eine schöne Aufforderung, deswegen möchte ich es noch erläutern. Es geht ja nicht um das Entlastmanagement bei den Krankenhäusern und auch nicht um die, natürlich geht es auch um die, aber die machen ihr Bestmögliches im stationären sowie im ambulanten Sektor. Hier ging es darum, dass wir gemeinsam, und ich kann mich erinnern, dass Sie, also du, lieber Markus, auch darüber geredet hast, also du standst hier am Pult und hast über das Landesgremium § 90a geredet, und darum ging es. Das ist ein gesetzlicher Auftrag, das haben wir hier beschlossen, dass es dieses Gremium gibt und dass dieses Gremium die sektorenübergreifende Versorgung vorantreibt. Und das ist unsere Kritik, dass da bisher nichts zu hören ist, dass wir nicht wissen, was da auf den Weg gebracht wird. Und wir haben ja auch vom geschätzten Kollegen Dr. Bartelt gehört, dass Sie auf der einen Seite sagen, dass es nicht Aufgabe des Landes ist. Auf der anderen Seite haben Sie es aber im Koalitionsvertrag vereinbart, dass das Schwerpunkt Ihrer Landespolitik sein soll. Also da müssen Sie sich schon einmal überlegen. Das ist einfach so kontrovers, das passt ja nicht zusammen. Entweder ist es Ihre Aufgabe, und Sie wollen das was machen, und das ist Schwerpunkt Ihrer Politik, oder Sie ducken sich wie so oft einfach weg und überlassen dann anderen das Tun. Hier an dieser Stelle müssen Sie sich schon entscheiden, ob Sie handeln wollen oder ob Sie sich wegducken und die Akteure alleine lassen. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Herr Bocklet, Sie haben die Möglichkeit zu erwidern. Frau Kollegin, meine Erwiderung darauf ist, die Entscheidung ist relativ simpel beim Entlassmanagement. Ihre Anfrage hat zwei Themen, das Entlassmanagement, und die erste Hälfte Ihrer Rede haben Sie sich über das Entlassmanagement ausgelassen und haben das kritisiert, dass das nicht hinreichend ist. Da gebührt Ihnen die richtige, korrekte Antwort. Das ist tatsächlich gesetzlich geregelt, die Krankenhäuser in einem Rahmenvertrag, die Sie verpflichtet sind, das ordentlich zu machen. Damit fällt der erste Teil Ihrer Rede in sich zusammen. Der zweite Punkt ist, über die sektorenübergreifende Zusammenarbeit ist die, dass wir tatsächlich keinen direkten Zugriff darauf haben. Das wissen Sie auch, weil es darum geht, dass es Selbstverwaltung ist über die Kassenärztliche Vereinigung und trotzdem es einen politischen Willen gibt in diesem Hause, vor allem in der Landesregierung, auch im Koalitionsvertrag, dass wir das initiieren wollen, dass wir das anstoßen wollen, dass wir die Prozesse organisieren wollen. Nehmen Sie das Beispiel Gesundes Zentrum Oberzehnt, nehmen Sie den gesunden Kreis Werra-Meißner-Kreis, alles von uns gefördert, und das wird auch flächendeckend gestreut werden, dass wir genau diese Gesundheitsregionen brauchen, wo wir die Akteure dazu bringen, freiwillig miteinander zu arbeiten. Aber das kriegen Sie nicht mit der Brechstange hin und auch nicht damit, dass Sie es mit mehr Geld machen, sondern Sie müssen den Willen fördern, dass die Akteure vor Ort dazu beitragen, dass Ärzte und Krankenhäuser zusammenarbeiten. Das kriegen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern da brauchen Sie eine kluge Landesregierung. Davon sind Sie weit entfernt. Danke. Vielen Dank, Herr Bocklet. Nächste Rednerin ist die Kollegin Christiane Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Beantwortung der Großen Anfrage fiel ja relativ kurz aus, und ich habe, glaube ich, auch gerade verstanden, warum sie so kurz ausfällt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand behaupten wollte, dass wir jetzt das Entlassmanagement der Kliniken betreiben wollen oder dass die Landesregierung jetzt die Überleitungszettel schreiben soll. Das war überhaupt kein Thema. Ich denke, es geht darum, die politischen Prozesse auf den Weg zu bringen. Und hier sehen wir, dass es eher aus dieser Großen Anfrage können wir ganz deutlich sehen, dass es hier auch im Gesundheitswesen wie auch in anderen Feldern der Sozialpolitik uns ein Phänomen begegnet, was ja schon einen Krankheitsname hat, und zwar ist es eine Projekteritis. Es ist auffällig, dass Sie von Modellprojekt zu Modellprojekt sich hangeln. Und dann werden diese Modellprojekte positiv evaluiert, landen aber trotzdem wieder in der Schublade. Stattdessen wird lieber ein 30 km weiter entferntes neues Modellprojekt gestartet, um dasselbe Problem auf eine
andere Art zu lösen. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Eines haben Sie ja auch genannt in Ihrer Beantwortung der Großen Anfrage. Würden Sie ein bisschen ruhiger sein? Das stört erst. Diesen gemeinsamen Tresen in Frankfurt-Höchst. Ich denke, es herrscht hohe Einigkeit zwischen den Politikerinnen, dass diese Verknüpfung von Notaufnahmen und ärztlichem Bereitschaftsdienst richtig und wichtig ist. Das hat auch Schwarz-Grün angekündigt im Koalitionsvertrag, dass in dieser Wahlperiode das Modell flächendeckend etabliert werden soll. Das wäre auch wirklich gut. Bisher ist aber Höchst der einzige Standort, soviel ich weiß, wo ein solcher Tresen wirklich umgesetzt ist. Und stattdessen planen Sie mit der Kassenärztlichen Vereinigung, drei teilnehmenden Landkreisen und vielen anderen Beteiligten das nächste Modellprojekt, vorhin auch schon genannt. Diesmal geht es um die wirklich notwendige Verzahnung der Rettungsdienste mit den ambulanten und stationären Versorgungsträgern. Auch wieder die Frage, bleiben wir immer in dieser Modellprojektphase stecken oder kommen wir denn wirklich mal dazu, aus wirklich eine flächendeckende, sinnvolle Politik zu entwickeln? Und wie das funktioniert, der Kollege Pürsün ist vorhin schon darauf eingegangen, und ich will es in diesem Punkt auch noch einmal nennen, haben ja die Kolleginnen und Kollegen, die des Sozialausschusses Anfang März in Dänemark sehen können. Die brauchten kein Modellprojekt. Die haben diese flächendeckende und übergreifende, sektorenübergreifende Versorgung tatsächlich schon organisiert und haben sie nicht ewig getestet und dann noch einmal 10 Jahre gebraucht, bis sie umgesetzt werden, bis das Ganze wieder zerredet und tatsächlich überhaupt nicht mehr funktioniert und die Probleme mit der medizinischen Versorgung auf dem Land immer größer werden, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, weshalb Sie sich seit ewigen Zeiten im Gesundheitswesen von Projekt zu Projekt hangeln? Weil Sie wirklich überhaupt keinen Plan haben, wie Sie in Hessen die gesundheitliche Versorgung sicherstellen wollen. Bestes Beispiel ist der Krankenhausrahmenplan, immer noch aus dem Jahr 2009. Herr Klose, ich habe ja gehört, dass inzwischen dem Kabinett ein neuer Rahmenplan vorgelegt werden haben sollte. Ich weiß es ja nicht. Ich bin schon sehr gespannt, wann Sie den Ausschuss ins Bild setzen werden. Ich bin aber skeptisch, ob dieses Dokument wirklich den Begriff Planung verdienen wird. Ich habe gehört, dass es mal wieder vor allem eines ist, eine Bestandsanalyse. Plan hängt nicht zufällig mit dem Begriff Planung zusammen. Ich habe einmal herausgesucht, was sagt denn der Duden dazu? Vorstellung, ich zitiere, Vorstellung von der Art und Weise, in der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ein bestimmtes Vorhaben verwirklicht werden soll. Wir brauchen natürlich eine Analyse der Ist-Situation in Hessen. Wir brauchen aber auch eine Idee, wo es hingehen soll. Und da reicht es eben nicht, aufzuschreiben, welche Krankenhäuser es gibt und was für Investitionsbedarfe sie haben, sondern wir brauchen, und gerade auch im Sinn der Großen Anfrage, eine Diskussion darüber, wie wir mit dieser deutlich stärkeren Verzahnung von ambulant und stationär die gesundheitliche Versorgung der Menschen deutlich verbessern, auch im Hinblick auf den zunehmenden Fachkräftemangel. Ich sage Ihnen deutlich, eine solche Zielstellung für Hessen sehe ich bei Schwarz-Grün überhaupt nicht. Dabei haben wir theoretisch eigentlich schon gute Grundlagen für eine solche Gesundheitsplanung. Mit den 6 Versorgungsgebieten und den Gesundheitskonferenzen hätten wir die Grundlage, die regionalen Akteurinnen zu beteiligen und nicht von oben nach unten, sondern ausgehend von der Basisverbesserung zu arbeiten. Aber mir wird immer wieder berichtet, dass in diesen regionalen Gesundheitskonferenzen, wenn sie überhaupt regelmäßig tagen, solche Dinge nur eine untergeordnete Rolle spielen. Da verschenken sie wirklich viel Potenzial für eine gelingende gesundheitliche Versorgung in der Fläche. Natürlich entheben diese regionalen Gesundheitskonferenzen nicht die Landesebene davon, einen angemessenen Rahmen vorzugeben. Ich gebe Ihnen einmal ein konkretes Beispiel. Meiner Auffassung nach bräuchte es, und das wäre ein Ziel, die Garantie für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, dass jede und jeder innerhalb von 30 Minuten mit dem öffentlichen Nahverkehr ein stationäres medizinisches Versorgungsangebot erreichen können muss.
Da rede ich nicht davon, dass das immer eine Klinik der Maximalversorgung ist. Das kann eine Grundversorgungseinrichtung sein. Das kann auch ein intersektorales Gesundheitszentrum sein mit einer Notaufnahme und diesem berühmten gemeinsamen Tresen. Und mit einer solchen Vorgabe könnten die regionalen Gesundheitskonferenzen noch einmal anfangen zu arbeiten und zu analysieren, ob die Strukturen diesem Ansatz gerecht werden und wo es Unter- und Überkapazitäten gibt. Aber dafür bräuchte ich auch ein paar qualitative Parameter, um eine Vergleichbarkeit und eine Diskussionsgrundlage darzustellen. Aber solche Ansätze scheinen Ihnen völlig fremd zu sein. Und Ihr Bestreben gilt nicht den hessischen Bürgerinnen und Bürgern und den Beschäftigten im Gesundheitssystem. Bis heute bleiben Sie Konzepte und Strukturen komplett schuldig. Ich fürchte, Ihnen fehlt der notwendige Mut, und Ihnen fehlt auch der Weitblick und auch die Kapazitäten im Ministerium, um das hessische Gesundheitswesen zukunftsfähig aufzustellen. Mit dieser Projektoritis schaffen Sie eben keine tragfähigen und stabilen Strukturen, sondern verteilen Pflästerchen. Das hilft bei einem offenen Bruch aber nicht weiter. Eine wirkliche Planung schafft eben nicht nur schöne Bilder von Scheckübergaben. Aber würde sich langfristig für die Menschen auszahlen? Und lassen Sie uns einmal zusammen in das Nachbarbundesland Thüringen schauen. Da hat Rot-Rot-Grün 2014 im Koalitionsvertrag zwei Dinge vereinbart. Erstens eine grundsätzliche Strukturreform im Gesundheitswesen und zweitens die Garantie, dass alle Krankenhausstandorte erhalten bleiben. Wohlgemerkt die Standorte, nicht die unveränderten Krankenhäuser. Und daran hat man 5 Jahre lang sehr intensiv gearbeitet und hat eine wirkliche Planung vorgelegt, auch ganz bewusst anhand der qualitativen Kriterien wie Personalmindeststandards pro Abteilung. Ja, da sind auch teilweise Abteilungen geschlossen worden, weil sie nicht in der Lage waren, eine hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. Aber da alle Akteure an einem Tisch saßen und es gemeinsame Verabredungen für die jeweilige Region gab, wurde sichergestellt, dass die Versorgung für die Menschen wohnortnah erhalten bleibt. Und das ist der Unterschied zu dem, was wir in Hessen erleben. Hier gibt es keine Versorgungsplanung, hier gibt es nur eine Planung nach dem Insolvenzrecht. Wenn die Gesundheit Nordhessen entscheidet, die Klinik in Wolfhagen schließen zu wollen, dann nicht zuallererst, weil die Klinik nicht mehr notwendig ist für die Versorgung der Bevölkerung, sondern weil man so Geld sparen will und vielleicht auch noch im besten Fall das Personal nach Kassel abwerben kann. Planung heißt, dass ich die Bedarfe wissenschaftlich und vor Ort ermittle und schaue, wie ich diesem gerecht werde und wie ich umstrukturiere und die Versorgung besser lenke. Und Leidtragende dieses Fehlens jeglicher Planung sind die Menschen in Hessen, gerade in den ländlichen Gebieten. Aber auch in den Städten macht sich mangelnde Planung bemerkbar, etwa bei völlig überlasteten Notaufnahmen. Und natürlich leidet auch darunter das medizinische Personal, weil die Arbeitsbedingungen schwieriger werden und sich gewalttätige Übergriffe durch überlange Wartezeiten häufen. Und welche negative Rolle in diesem Zusammenhang die miserable Finanzierungssituation spielt, sei es z.B. durch die fehlenden Investitionsmittel für die Kliniken, die das Land Hessen nicht zur Verfügung stellt, oder durch die Fehlanreize und Fehlstellungen des Fallpauschalensystems. Das kann ich heute leider nicht weiter vertiefen. Aber auch hier bräuchte es ein deutliches Umsteuern. Gesundheit ist ein Menschenrecht. Deswegen muss es ein öffentliches Gut sein, welches allen Menschen zugänglich ist. Das muss die erste Prämisse des Handels sein. Und vieles läuft in unserem Gesundheitswesen dem zuwider. Vieles könnte auch auf Landesebene tatsächlich verbessert werden. Dabei helfen Sie aber nicht mit einer Vielzahl von Modellprojekten, sondern mit einem ernsthaften und aus der Basis wachsenden Planungs- und Gestaltungsprozess. Ich bedanke mich. Danke, Frau Kollegin Böhm. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einigkeit bestand ja, glaube ich, zumindest in dem Punkt, dass ein gut funktionierendes Entlassmanagement
ein ziemlich wesentlicher Faktor ist, damit Patientinnen und Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt dann auch bestmöglich versorgt werden können. Und dass dazu ein schneller und vor allem ein zielgerichteter Informationsaustausch gehört zwischen der Klinik, die den Patienten oder die Patientin abgibt, und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Ich glaube, auch das dürfte soweit noch Konsens sein. Das ist aber auch genau der Punkt, wo wir ansetzen, wo wir mit unserem Modellprojekt im Rheingau ansetzen, das das St. Josephs Hospital und das Gesundheitsnetz Rheingau zusammen machen. Und jetzt können Sie sich natürlich lustig über Modellprojekte machen, aber solange uns kein Füllhorn in den Schoß fällt, sozusagen alles jetzt gleich mal grundlegend ganz anders und viel besser zu machen, sind Modellprojekte jedenfalls ein guter Weg, um nach den besten Wegen zu suchen. Aber jetzt bitte nicht wieder die Debatte von heute früh wiederholen. Wir sind im letzten Tagesordnungspunkt. Bitte, fühl dich eingeladen. Seit dem Ende des letzten Jahres testen wir dort in der Region, wie wir das eigentlich optimal hinkriegen können, dass es möglichst wenig Informationslücken gibt zwischen dem stationären Versorger und dem ambulanten Versorger, der den Patienten oder die Patientin aufnimmt. Dazu gehören dann standardisierte Entlassungsdokumente beispielsweise, weil das die Übergabe wesentlich vereinfacht. Dazu gehören einheitliche Meldewege. Und dazu gehört auch, dass man als Ziel definiert, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mindestens einen Tag vor der Entlassung der Patientinnen und Patienten dann auch alle notwendigen Informationen des Krankenhauses bekommen, um die Weiterbehandlung optimal fortsetzen zu können, weil sich nur so die Praxen rechtzeitig darauf vorbereiten können. Und gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten, die ja Teil des Gesundheitsnetzes dort sind, entscheidet die Klinik vorher, welche Daten sie dafür braucht. Wir wollen nämlich auch nicht, dass ständig sehr sensible Gesundheitsdaten in großem Umfang durch die Gegend geschickt werden. Die unterliegen der höchsten Sicherheitsstufe, wie Sie wissen, weil sie besonders sensibel sind. Und dazu wurden 12 Themenfelder definiert, beispielsweise Informationen des Sozialdienstes zum Medikationsplan, zu physikalischen oder palliativmedizinischen Maßnahmen, zu bekannten Infektionen, die die Patientin oder der Patient mitbringt, beispielsweise mit multiresistenten Erregern, oder eben zur Betreuungssituation. Und so haben wir es geschafft, dass wir in dem ersten Betrachtungszeitraum vom 1. Januar bis zum 30. November 2019 immerhin 1.145 Patientinnen und Patienten von diesem Entlassmanagement profitieren lassen konnten. Das Entlassmanagement ist aber eben nur eine der vielen Facetten einer sektorenübergreifenden Versorgung. Es wurde angesprochen, das Land Hessen hat bereits vor mehreren Jahren das gemeinsame Landesgremium nach 90 ASGB 5 eingerichtet. Und dort werden sektorenübergreifende Versorgungsfragen ziemlich intensiv besprochen. Und die Stärke dieses Gremiums besteht eben darin, dass es sich aus den verschiedensten VertreterInnen zusammensetzt, die sonst durchaus in Konkurrenz zueinander stehen oder ja, sagen wir mal, nicht unbedingt den offensivsten Umgang pflegen. Die Vertragsärztinnen sind dabei, die Vertragszahnärztinnen, die Krankenhäuser, auch die Kostenträger, also die Krankenkassen, die Heilberufskammern, die kommunalen Spitzenverbände, die Patientenvertretungen und natürlich das Land. Und dort gelingt es, auch so sensible Fragen wie die Stärkung der sektorenübergreifenden Versorgung in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten und gegebenenfalls auch weitere externe Expertinnen dazuzuziehen. Wir als Land unterstützen gerade die lokalen Akteure dabei, innovative sektorenübergreifende Versorgungsformen umzusetzen. Wir stellen dafür fast 5 Millionen € zur Verfügung, damit wir auf diesem Weg weiter vorankommen, damit wir attraktive Arbeitsbedingungen auch in ländlichen Räumen schaffen können und damit wir die engagierten Akteure vor Ort unterstützen können, beispielsweise durch den Aufbau und die Inbetriebnahme lokaler Gesundheitszentren. Das hat Kollege Bocklet eben auch schon angesprochen. Da bündeln wir gesundheitliche, pflegerische und soziale Dienstleistungen unter einem Dach. Und das ist wirklich, man muss sich das anschauen, damit man es wirklich erfasst, finde ich. Das ist ein Ort gelebter, sektorenübergreifender Versorgung und ich glaube, ein ganz wichtiges Versorgungsmodell der Zukunft. Und so
konnten wir auch bereits 3 vom Land geförderte Gesundheitszentren eröffnen. Darunter oder dazu kommt das im Moment im Aufbau befindliche in Breitscheid, von dem ich mir selbst ein Bild machen konnte. Als einheitliche sektorenübergreifende Plattform für die elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen, und auch die ist ganz wichtig, ist die Telematik ein wichtiger Baustein. Sie vernetzt die Akteurinnen und Akteure auf dem digitalen Weg, und dabei bleibt immer nachvollziehbar, von wem welche Informationen stammen und wer auf sie zugreifen darf. So kommen digitale Lösungen schnell zu Patientinnen und Patient, und die sensiblen Gesundheitsdaten werden geschützt. Letztlich profitieren davon alle, und zwar PatientInnen genauso wie ÄrztInnen. Das Interesse an der großen Anfrage der SPD scheint bei der SPD am geringsten zu sein, aber das macht nichts. Um digitale Lösungen erfolgreich umzusetzen, braucht es außerdem Motivation, Akzeptanz der Leistungserbringer. Auch das sind wichtige Voraussetzungen dafür, damit sich die neuen Technologien dann durchsetzen und die Versorgung der Menschen verbessern kann. Hier will ich einmal ganz klar sagen, bei allen negativen Folgen der Pandemie, die wir ständig beklagen, für manche Prozesse hat sie wirklich auch wie ein Katalysator gewirkt. Der Einsatz von digitalen Lösungen im Gesundheitswesen beispielsweise, der ist wirklich geradezu befeuert worden in den letzten Monaten. Seit Corona haben deutlich mehr hessische Ärztinnen und Ärzte die Telemedizin in ihren regulären Praxisbetrieb integriert. Ganz einfach, weil Abstand halten, die Videosprechstunde da neue Möglichkeiten eröffnet hat und sich so ganz schnell einfache Fragen klären lassen konnten und Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden konnten. Vor allem mussten eben nicht so viele Menschen in die Praxen kommen. Von den rund 12.000 niedergelassenen ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen in Hessen verlagert inzwischen jede und jeder Fünfte die Sprechstunde ins Internet. Ich glaube, das ist auch einmal ein positiver Effekt der Krise. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird künftig eine noch größere Rolle bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung spielen, gerade im ländlichen Raum, gerade wenn es um Versorgungslücken geht. Und wir geben auch der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit aus der Perspektive der Krankenhäuser einen neuen Schub. Im Hessischen Krankenhausplan 2020 werden wir den Stellenwert der sektorenübergreifenden Versorgung noch einmal deutlich erhöhen. Ich freue mich, dass Sie sich darauf freuen, dass er jetzt kommt. Ich glaube, er wird auch eine spannende Grundlage für die weitere Diskussion sein. Die Vernetzung zwischen Landes- und regionaler Ebene werden wir auch dort noch eingehender betrachten. Es ist aber auch klar, in dem System, in dem wir gesundheitspolitisch unterwegs sind, was in einem hohen Maß von Selbstverwaltung geprägt ist, müssen sich dann alle Beteiligten bewegen, um die Versorgung insgesamt zu verbessern. Sie haben es gehört, der besondere Fokus liegt auf der sektorenübergreifenden Notfallversorgung, das höchste Modell des gemeinsamen Tresens, des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und des Krankenhauses ist dafür wegweisend. Auch dieses Modell ist bereits intensiv beschrieben worden, und wir wollen es in enger Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Hessischen Krankenhausgesellschaft an weiteren Standorten in Hessen umsetzen. Und ich bin ganz sicher, mit solchen Instrumenten gelingt es uns, die oft beschworene sektorenübergreifende Versorgung als direkten Vorteil für die Patientinnen dann auch erlebbar zu machen. Und auch hier hat Covid-19 durchaus eine Chance erbracht, weil wir waren gezwungen, diejenigen, die stationäre Versorgung verantworten, diejenigen, die ambulante Versorgung verantworten, genauso wie der öffentliche Gesundheitsdienst und das Ministerium als dessen oberste Behörde. Wir waren gezwungen, in einem sehr intensiven, engen und auch schnellen Prozess eine stationäre Versorgung auf die Beine zu stellen, nicht nur eine stationäre, auch eine ambulante, die in der Lage ist, die Patientinnen und Patienten, die wir eingangs der Krise erwartet haben, dann auch bestmöglich auffangen zu können. Ich glaube und bin ganz sicher, aus dieser Zusammenarbeit ist ein solches Vertrauen entstanden, dass wir darauf auch in Zukunft hervorragend aufsetzen können. Also,
Wir leben sektorenübergreifende Zusammenarbeit ganz praktisch. Wir werden sie in Zukunft sicher noch intensiver pflegen. Wir werden bei der Auseinandersetzung über den Krankenhausplan Gelegenheit haben, uns auch damit noch einmal zu beschäftigen. Ich glaube, solche Ideen, wie wir sie mit dem Modellprojekt im Rheingau vorangebracht haben, schaffen wir es auch, die sektorenübergreifende Versorgung in Zukunft in Hessen noch besser aufzustellen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Damit sind die Antworten der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD besprochen. Wir sind damit am Ende der Tagesordnung für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie Zeit und Lust haben, am Samstag, den 4.7. wiederzukommen zu unserer 49. Plenarsitzung. Ich lade Sie jedenfalls herzlich dazu ein. Um 11 Uhr geht es los in diesem Raum. Alles Gute und bis Samstag.